Also Iggy Pop hier mit dem neuen Video. Wir schnaufen schon ein bisschen. Wir sind der Outer Buddy und hier links von mir der Schucky. Den guten kennt er ja mit Sicherheit aus dem Video von Matzes Alpenüberquerung. Was ja eine richtig geile Nummer war. Schaut auf alle Fälle mal beim Matze auf dem Kanal. Geile Nummer. Nichts für mich. Wobei halt natürlich schon Bock drauf hätte, aber ich jammer jetzt schon gleich. Wir sind zur Jahresendzeit-Abschlusstour unterwegs, so wie vor 2 Jahren, 2017. Da hatte der Autobahn mich hier zur Frönsburg geschleppt, ich schwer gelitten. Und letztes Jahr hat es nicht geklappt. Jo, heute klappt's. Und ja, wir laufen hier schön im Wald. Es ist kalt, es ist trocken. Da scheint noch die Sonne. Jo, jetzt laufen wir entspannt. Ich habe wieder meinen Bandpacker dabei. Kann man sehen. Für mich sehr entspannt. Ich habe nichts auf den Schultern. Jo, also. Vor uns liegt unser wahrscheinliches Ziel. Jetzt die Frage, welchen Weg wir nehmen. Wenn wir da hochgehen und dann von links? Jetzt ein Stück hoch und dann irgendwo querfeld rein. Ne? Ich geh mal gucken. Ja. Los geht's. Ja, wir sind jetzt am Platz angekommen. Das war ein ziemlicher Kampf. Mein Wagen hier hochzubringen. Der geht ziemlich steil hoch, aber Schucky hat von hinten schön mitgehoben, geschoben. Ja genau, jetzt ist hier über der Überhang. Ah! Hier ist die Feuerstelle und hier ist halt schön, ja, schön geschützt. Ich würde wahrscheinlich da mich zwischen reinlegen und irgendwie ein Tarp-Konstrukt bauen. Mal gucken. Da oben sieht man noch so ein paar, wie gesagt, da siehst du noch mehr von diesen Gängen, von den Grabengängen. Hier waren früher Militärstellungen vom Zweiten Weltkrieg. Sieht man richtig, wo so die Nester waren. Okay. Richtung Frankreich rüber. Zwei Stück oder sowas. Wobei bei dem Ende ist schon da oben diese Schnalle kaputt. Jo, der hat, was hat der kostet? Einen Euro aus China inklusive Versand. Ja, ich habe den nicht als Kompressionssack, sondern einfach nur, dass ich meinen Schlafsack im Rucksack nochmal geschützt ist, weil der halt nicht wasserdicht ist. Ich habe ja so einen großen, wo mein ganzer Rucksack drin passt. Ja. Falls. Kommt ja weg. Also magst du ein Bier haben? Ja, Sigi hat einen Stuhl, das ist geil und eine Decke, Alter. Ja, doch lieber ein warmes Milch und Honig. Cheers. Auf eine letzte schöne Tour. Der hat schon leer. Nee, halb. Peroni. Kräftig. Echt? Ich kenn Corona.
Ja. Das ist geil, Alter. Hat so ein bisschen was von der Welt verbeutet. Ja? Das Ding ist einfach, anzulehnen ist einfach. Göttlich, als wir da jetzt gehockt sind, da am Auto, das war für mich wie eine Offenbarung. Ja. So. Also, mit dem Buschkraften wird eingestellt, wir gehen jetzt nur noch K campen. Nur noch campen, Alter. Sagt ihr immer, geht raus, ne? Alles schön, habt da Spaß. Ich sag euch, Leute, hier ist so arschkalt. Ich habe jetzt echt schon eine ganze Weile nichts mehr gefilmt. Bestimmt schon 2 Stunden oder so. Es ist 6.
Und hier geht ein eisiger Wind die ganze Zeit den Berg hoch und wir können uns eigentlich nicht wirklich schützen, weil hier halt voll die Riesenfront ist. Das ist zwar von oben, klar, sind wir da safe. Aber der Wind, der bläst. Ich habe alles an, was ich dabei habe. Sitzt direkt am Feuer und friere trotzdem wie ein Schneider. Naja. Wir fangen jetzt mal das Köcheln an. Gibt Schweinefilet mit Spätzle und Weißweinsauce. Könnte lecker werden. Und es wärmt dann von innen, hoffe ich. Ja. Jawohl. Weißwein, go. Okay, gut, stopp. Will ich nicht mit drauf machen, ne? Hallo. Nee, da kommt was da drin. So, ein bisschen Brühe. Ich will es nur probieren. Nein, ich helfe dir nur. Kosten auf die Idee. Der Riesenhahn muss man mindestens zweimal rühren. Und fünfmal probieren. Kapo Mann. Es ist nicht so, dass es irgendwie nicht gut riechen würde. Die war auch erst letzte Woche abgelaufen. Macht ja nichts. Warte. Komm, rutscht zusammen, ihr Schweinchen. Oh, das wird gut. Somit wäre festzuhalten, in die Jägerpfanne passt ein ganzes Schweinefilet rein. Yay! So. Ich kann noch ein bisschen nach vorne. Oh Gott. Noch drei Portionen Spätzle. Ja. Oh, geil, Leute. Man kann es nicht richtig sehen, aber... Ja, Mahlzeit. Mahlzeit, hau rein. Jetzt muss das Level ja erstmal ausprägeln. Scheiße. Einen guten zusammen. So sieht das Ganze aus. Ah, ja. Sehr lecker. Also sieht schon mal sehr lecker aus. Das ist auch sehr lecker. Schmeckt gut. Sehr lecker. Fast noch geiler als die, als ich damals gekocht habe mit Soul Trails auf Tour in den Weinbergen. Wobei da war der Wein halt ziemlich bei den Maladen. Hätte ich einen Ticken heißer drin, aber... Mega. Ein bisschen Pfannenabel hier drin. Ein bisschen Pfannenabel hier drin. So, hier erstmal in Ruhe. Ja, dann werde ich mich später nochmal. Ciao. Ja, es ist jetzt irgendwas nach 8, halb 9 oder so. Und ich habe mich jetzt hingelegt, es ist super kalt. Ich muss in den Schlafsack. Ich friere richtig, trotz Feuer. Wird sicherlich eine lange Nacht. Oh, ich hoffe, ich kann schlafen.
Wind geht, das ist übel. Und es pfeift hier rein. Aber es muss jetzt irgendwie gehen. Also, wir haben so lecker gegessen. Und haben es noch jede Weile gesetzt. Ist echt schade. Aber ich rieche am ganzen Körper. Ja. Und muss jetzt einfach ins Bett. Wunderschönen guten Morgen. Ja, während da hinten wunderschön die Sonne aufgeht, bin ich schon abmarschbereit. Das hat es damit auf sich, die Nacht war arschkalt. Ich habe unterm Tarp gelegen. Es hat mir 0,0 Windschutz geboten. Es war einfach zu blöd aufgebaut. Es hat von allen Seiten reingezogen. Im Biwaksack und Schlafsack war es mir dann kalt. Es hatte irgendwie ja, minus 2 Grad oder so. Ja, und dementsprechend habe ich mich dann vorhin um 7 rum entschieden. Ja, ist gut, ich baue ab. Die Jungs sind auch schon wach. Da gibt es ein bisschen Frühstück. Ja. Und Kaffee im Boden oder so. Genau. Ja, ich habe jetzt mein Wägelchen gepackt. Sobald es noch ein bisschen heller wird, so 20 Minuten, eine halbe Stunde, tiger ich los. Ich werde dann zum Auto gehen, da vielleicht noch mal eine Stunde, zwei im Auto pennen. Da kann ich mich schön im Schlafsack und den Fiederhinter einmummeln. Ja, dann machst du Kaffee, dann kommen wir vorbei. Dann kann ich da noch, bevor ich fahre, dann mich ausschlafen. Und dann, wenn ihr klopft, dann einfach, wenn ihr da seid. Je nachdem, wann ich halt loskomme jetzt und wann ihr dann losgeht. Ja, ist halt manchmal so. Ja. Bei Matze ist das Tarp weggeflogen, wie bei dir eigentlich? Dreimal, ja. Bei dir war eigentlich okay, naja. Ja, ich war dann irgendwie gestern, hätte ich vielleicht doch nochmal anders aufbauen sollen, aber irgendwie war ich dann zu faul und das hat sich jetzt. Hat sich dann gerecht. Ja. Zwischenzeitlich war es mal okay, ich habe dann irgendwann mal gepennt, aber es war echt kalt. Ich habe dann irgendwann wieder alles angezogen und es war trotzdem mit Wolldecke im Schlafsack. Und, ja, der ganze Schlafsack war komprimiert, alles dann irgendwann nur noch, war kein Loft mehr da, gar nichts. Ja, wenn du kalt hast, dann du musst du selber warm. Ich habe eigentlich schon gefroren, als wir gestern da waren und ich im Aufbau die fertig waren, da habe ich eigentlich gefroren schon. Es wurde mir nie wieder richtig warm und dann liegst du im kalten Schlafsack. Das bringt dann auch nichts. Also jetzt schalte ich wieder rein, wenn ich unterwegs bin oder ja, später halt. Ganz da oben, da blinkt's. Da waren wir. Und ich bin jetzt hier den Hang so runter. Und jetzt geht's für mich hier weiter. Und da rein. Hier geht's ganz gut den Hang runter. Mit der Bremse kann man schön abbremsen. Da gibt's überhaupt nichts. Ja, ist echt ein bisschen schade. So ein gemütliches Frühstück wäre noch cool gewesen, aber ich muss hier raus, mir ist kalt gewesen und dann im Wald zu sitzen und zu frieren, bringt nur wirklich nichts. Bis ich am Auto bin, ist mir es warm, dann lege ich mich da noch mal ein Stündchen, zwei hin, damit ich dann vor der Heimfahrt fit bin. Ja. So. Hier kommt der Weg und hier geht's lang. Brauche ich also nur noch den Weg hier folgen. Und dann komme ich automatisch zum Parkplatz. Ja, während ich hier so alleine laufe und die Gedanken kreisen, komme ich immer mehr vor wie so ein mittelalterlicher fahrender Händler, der seine Ware auf einem Karren hinter sich herzieht und nur darauf wartet, dass rechts und links die Räuber aus dem Wald springen und mich ausrauben. Aber nichts da. Nichts ausrauben. Ja, ich komme ja wirklich gut voran. Der geschotterte Weg lässt sich super laufen. Da vorne geht es leider wieder ein Stückchen hoch. Das macht immer keinen Spaß. Aber ihr seht da hinten,
geht immer noch die Sonne auf. Ja, richtig, richtig geil. Ach ja, so ist es halt. Wäre jetzt natürlich schöner gewesen, mit den Jungs zu laufen. Aber so hat es auch mal was. Und vor allem konnte ich jetzt mal den Abstieg da quer durch den Wald mal alleine üben. Man ist ja nicht immer, unter Umständen nicht immer mit Leuten unterwegs. Und wenn du da mit dem Wagen querfeld ein musst, also hochzus, wäre ich da niemals so schnell hochgekommen. Da hätte ich mir viel Zeit lassen müssen oder den Wagen vielleicht auch unten stehen lassen. Je nachdem. Oder eine andere Route suchen. Aber so ist es wirklich schon cool mit dem Teil. Also ich fühle mich so überhaupt nicht belastet. Einzig die Füße merke ich halt und dann, wenn es bergauf geht, einen leichten Zug an der Hüfte. Ja, schön. Ich denke mal, ist auch nicht mehr allzu weit. Also ich schalte wieder rein. So. Das ist Ziel. Das ist jetzt Auto. Puh, was wäre jetzt? Jetzt werde ich mir nochmal schön ins Auto legen. Und erstmal runterkommen. Ja, ich habe jetzt eine Stunde hier geschlafen oder eineinhalb Stunden hier geschlafen und gedöst und mich wieder aufgewärmt. Wobei, jetzt wird es schon wieder schnell kalt. Die Jungs sind auch wieder da. Ja, war noch eine witzige Tour, war halt kalt, windig und irgendwie, weiß ich nicht, musste ich vorhin einfach nur noch aus dem Wald raus. Das war mein einziges Ding, was in meinem Kopf war. Raus aus dem Wald, schnell ins warme Auto. Und nächstes Mal mehr Obacht beim Taberspannen. Ja, ganz mal. Danke, war wieder sehr geil. Ja. Guten Rutsch. Schanke, ja, guten Rutsch. Ja. Und dann bis auf nächstes Mal und ihr wisst ihr hier unten abonnieren und so und dann, naja, ciao. Tschüss, ciao. Damn.